Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder bei Älter 1 bewegt dabei seid. Ich bin Elvira von Die Pilates Babe auf Instagram und wir machen heute ein Pilates Abs Workout und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Wir starten gleich mal in der Rückenlage. Also komm auf deine Matte, zentrier dich auf deiner Matte, streck die Beine aus, atme mal tief ein und aus. Noch einmal einatmen und wieder ausatmen. Ein letztes Mal einatmen. Setz dir ein Ziel für die nächsten 15 Minuten und wir starten mit unserer ersten Übung. Zieh die Knie zur Brust, hebe wieder den Kopf. Und bring die Arme nach vor auf die Höhe von deiner Hüfte. Strecke die Beine schräg nach vor, vertiefe die Bauchmuskeln nach innen und nach oben. Und dann schau zum Bauchnabel und wir beginnen kräftig zu pumpen für 1, 2, 3, 4, 5 und atme aus. 2, 3, 4, 5 und 1. Und aus. Die Beine ganz lang, wenn das zu anstrengend ist, gerne in Tabletop-Position. Und wir pumpen, pumpen, pumpen. Einatmen und ausatmen. Und wieder einatmen und aus. Mit dieser Übung wärmen wir den Körper auf. Wir bringen den Kreislauf in Schwung, damit uns gut warm wird. Und pumpe, pumpe, pumpe. Ein bisschen noch. Immer zum Bauchnabel schauen, bewusst die Bauchmuskeln vertiefen und pumpe. Die letzten zwei. Und einmal noch einatmen. Und zieh die Knie zur Brust, leg den Kopf ab und vorbei. Für unsere nächste Übung bringe beide Handflächen übereinander und das rechte Knie. Jetzt hebe den Kopf, bring die Ellbogen weit, zieh das rechte Knie mal ganz, ganz fest zu dir, streck das linke Bein aus. Jetzt atme ein, zieh das rechte Bein zu dir, atme aus, wechsel das Bein. Wieder einatmen, wechseln und wieder ausatmen. Immer die Bauchmuskeln vertiefen, nach innen und nach oben. Ganz bewusst die Schulterblattspitzen und das Kreuzbein auf der Matte lassen. Und dann stell dir vor, dass deine Beine wie Pfeil und Bogen sind, also ganz fest heranziehen, ganz lang hinausziehen und ein und aus und ein und aus und acht, sieben, sechs, fünf und drei. Zwei. Und der letzte, zieh und beide Knie heranziehen, Kopf ablegen und dann schau mal nach rechts und nach links, ein bisschen den Nacken auslockern. Und für unsere nächste Übung, den Double Leg Stretch, bringe die Handflächen auf die Mitte deiner Schienbeine und dann hebe den Kopf und jetzt strecke Arme und Beine aus, halte. Du kannst auch den Hebel verringern, dann ist es leichter. Je größer, desto schwieriger. Und dann kreise mit den Armen nach vor und umarme dich fest. Einatmen, halten. Und ausatmen, komm in. Wieder einatmen, halten. Und ausatmen, komm in. Ganz kontrolliert. Und ausatmen. Und viermal noch. Und drei, halte und komm in, umarm dich ganz, ganz fest. Und zwei. Und ein letzter, wir halten hier ein bisschen länger. Und komm in. Leg wieder den Kopf ab, kurz entspannen, durchatmen. Und für unsere nächste Übung bringen die Handflächen entweder in den Nacken oder unter das Gesäß, je nachdem, das ist ein bisschen leichter. Und dann strecke deine Beine senkrecht zur Decke, vertiefe die Bauchmuskeln und dann senke die Beine für 1, 2, 3 und atme aus, komm zurück.
Wieder senken. Für 1, 2, 3. Die Füße sind ganz lang. Die Zehen in Point. Und 1, 2, 3. Und komm in. Deine Ellbogen sind ganz weit. Der Kopf ist oben. Ausatmen. Und 1, 2, 3. Und zurück. Zweimal noch. Und zurück. Ein letzter. 1, 2, 3. Ausatmen. Jetzt machen wir es umgekehrt. Das heißt, wir senken die Beine auf 1 und kommen zurück auf 1, 2, 3. Und wieder senken. Und 1, 2, 3. Noch einmal. Die Bauchmuskeln brennen. Ich spüre es schon. Und wieder senken. Und 1, 2, 3. Zweimal noch. 1, 2, 3. Ein letzter, ganz, ganz kontrolliert. Für 1, für 2, für 3. Und vorbei. Den Kopf ablegen, die Knie zur Brust ziehen und wieder kurz durchatmen. Nächste Übung. Crisscross. Komm wieder mit dem Kopf hoch. Bring die Beine in Tabletop. Bring die Schulterblattspitzen hoch. Und jetzt twiste nach links. Zur Mitte. Nach rechts. Zur Mitte. Nach links. Zur Mitte. Schau, dass die Schulterblattspitzen immer kurz oben sind. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Und wieder ablegen und kurz entspannen. Für die nächste Übung strecken wir unsere Beine aus. Und wir geben jetzt das rechte Bein auf den linken Fuß und wir stapeln wieder die Hände in den Nacken. Und wir ziehen jetzt ganz kurz einfach nur die Schulterblattspitzen hoch und wieder tief. Das ist eigentlich nur eine kleine Bewegung. Schulterblattspitzen hoch und tief einatmen, ausatmen. Schau, dass die Ellbogen immer weit sind, nicht da vorne bei den Ohren. Immer weit. Und die letzten. 5, 4, 3, 2 und 1 und wieder ablegen. Zieh kurz die Knie zur Brust und dann halte dich am linken Knie fest, zieh dich hoch. Und wir kommen in den Unterarmstütz. Beine in Tabletop-Position, Bauchmuskeln fest, Brustbein hinausdrücken. Und dann senke die Beine kurz zur Matte. Tap, come in und extend in die Diagonale ausstrecken und wieder zurück. Tap, in, extend. Super. Denk dran, die unteren Bauchmuskeln ganz, ganz fest anspannen. Und vor. Und 8, 7, ganz kontrolliert, atmen nicht vergessen, 3, 2 und einmal noch. Extend, come in und wieder vorsichtig ablegen. Streck die Beine aus und atme durch. Okay, und dann roll dich wieder auf und wir starten gleich mit unserer Challenge. Die gibt es bei mir nach jedem Workout und heute sind es 3 Minuten und 3 Übungen ohne Pause. Und ja, wir legen gleich los im Vorarm Plank. Das heißt, Unterarmstütz. Schau, dass deine Schultern, die Ellbogen unter den Schultern sind und der Rücken gerade, nicht irgendwo da oben oder da unten, sondern wirklich ganz gerade. Bauchmuskeln sind fest. Und dann halte hier für 1 Minute.
Spann die Bauchmuskeln ganz fest an, zieh die Fersen nach hinten, schau zu deinen Handflächen und atmen. Konzentrier dich noch für die letzten 3 Minuten, dann ist schon vorbei. Halbe Minute, dann kommt die nächste Übung. Atmen, atmen, atmen. Und wir haben jetzt noch gute 10 Sekunden, dann geht's weiter mit dem Side Plank. Und 5, 4, 3, 2, 1. Kurz die Knie absenken und dann dreh dich zur Seite. Und dann komm wieder in eine Bewegung hoch. Der obere Arm ist weit über den Kopf gestreckt. Spür den unteren Schulterblatt, wie es zieht. Und den Kopf nicht hängen lassen, sondern immer verlängern. Bauchmuskeln anspannen, Becken ist gerade. Du kannst gerne das obere Bein vorne aufstellen. Oder so abstellen. Das liegt ganz bei dir. Und wir wechseln gleich die Seite. Hoch, hoch, hoch. Und die letzten 8, 5, 3, 2, 1 und absenken. Wir drehen uns wieder in die Child's Pose und kommen noch vor in die Push-Ups und wieder zurück. In deinem eigenen Tempo. Schau, dass die Oberarme dicht am Oberkörper bleiben. Bauchmuskeln fest, Rücken gerade. Gute 20 Sekunden noch. Atmen nicht vergessen. Und die letzten 10. Und 4, 3, 2 und der letzte. Und vorbei. Ablegen. Kurz die auf die Unterarme, die Stirn ablegen und einfach mal durchatmen. Vielen Dank fürs Mitmachen bei LT1 Bewegt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!